Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Heute in meinem Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch diese Karte hier zeigen. Ich nenne sie Karte mit dem Dreh, weil, wenn man hier oben und unten, seht ihr diese kleinen Laschen, anzieht, dann drehen sich hier zwei Kärtchen raus. So. Und ja, die kann man dann eben wieder eindrehen und so sieht die geschlossene Karte oder die zusammengedrehte Karte wieder aus. Eigentlich gar nicht schwierig und wie man das Ganze zaubert, zeige ich euch jetzt. Und zwar startet ihr los, ihr braucht einmal ein Stück rundweißen Farbkarton mit den Maßen 21 x 14,8. Zentimeter. Und dann nehmt ihr das Schneid- und Falzbrett und falzt diesen Farbkarton einmal bei 10,5 cm. Und als nächstes braucht ihr ein Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 11,5 x 14,8 cm und vorher haben wir übrigens an der langen Seite gefalzt. Jetzt falzen wir an der kurzen Seite, also an der 11,5 cm Seite bei einem Zentimeter hier rechts oder hier links angelegt bei 10,5. So, dass wir sozusagen eine 1 cm Klebelasche haben. Dann können wir einstweilen das Schneid- und Falzbrett wieder zur Seite geben, denn wir falten jetzt einmal dieses größere Stück zu einer quasi normalen Karte. Aber das reicht uns jetzt nicht und deshalb geben wir jetzt, also falten wir auch diese 1 cm Lasche einmal um. Und dann geben wir jetzt Flüssigkleber auf die Innenseite dieser Lasche und kleben diese hier so um eine der beiden Seiten. Also das Endresultat ist dann eigentlich drei, also so eine Ziehharmonika-Form mit drei gleich großen Kärtchen. Also wie gesagt, hier auf die Innenseite dieser Klebelasche. Mein Kleber ist leer. So, ich habe mir schnell einen neuen Flüssigkleber geholt. Also, wir waren dabei, dass wir auf der Innenseite hier von dieser Klebelasche Flüssigkleber auftragen. Und das Ganze dann hier an der Kante ausgerichtet rundherum kleben. Genau. Dass man das hier innen sieht, ist uns sozusagen ganz egal. Das kleben wir dann später eh noch zu. Okay, also das ergibt jetzt unsere Grundkarte. Was brauchen wir noch außer der Grundkarte? Also als allererstes wollen wir ja auch die Vorderseite dekorieren mit, ich habe papayafarbenen Farbkarton genommen und Designerpapier. Also ein Stück Farbkarton mit dem Maßen 10 x 14,3 cm und das dazu passende Designerpapier mit den Maßen 9,5 x 13,8 cm. Und das wird jetzt aufeinander geklebt und auf die Vorderseite der Karte. Wenn ihr euch jetzt wundert, was ist die Vorderseite meiner Karte? Also ihr habt hier diese Klebelasche und das hier ist die Vorderseite. Wenn ihr jetzt etwas mit
Musterverlaub habt, ein Designerpapier, wo ihr eine Richtung ausrichten wollt. Also ich habe es jetzt meine Karte so gemacht, dass diese Knickkante die obere Seite dann wird meiner Karte. Also dann müsstet ihr das so herlegen und aufkleben. Bei meinem Farbkarton bzw. meinem Designerpapier ist das jetzt eigentlich ganz egal, weil ich eben keinen Richtungsverlauf habe. Okay, ich habe übrigens noch vergessen zu erwähnen, das karierte Designerpapier, das ich hier verwende, ist aus dem Designerpapier Stiefmütterchen, genauso wie das Designerpapier, das wir dann noch später verwenden. Als nächstes brauche ich zwei weitere Stück grundweißen Farbkarton. Und zwar mit den Maßen 10 x 10 cm. Außerdem wieder zwei Stücke papayafarbenen Farbkarton mit den Maßen 9,5 x 9,5 cm. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt passiert. Und zwar kleben wir die beiden Stücke wieder aufeinander. Als nächstes, auch aus dem Designerpapier Stiefmütterchen, brauche ich zwei Streifen. Die haben die Maße 2 x 9 cm. Und jeweils einen dieser Streifen klebe ich hier auf eine Seite meiner Kärtchen. Also hier, so soll das dann fertig aussehen. So, und außerdem auf diese Kärtchen kommen dann noch zwei Stücke grundweißer Farbkarton. Die haben die Maße 6,8 x 9 cm. Und bevor wir die jetzt aber aufkleben, wollen wir sie bestempeln und verzieren. Gut, dafür gebe ich mal diese beiden Kärtchen zur Seite. Und zwar habe ich hier einmal vorbereitet das Stempelset konturiert und koloriert. Und da verwende ich jetzt viele tolle Sprüche für dieses Stempelset, wie zum Beispiel du bist das Wunder in Wunderbar und schön, dass wir uns haben. Und später dann für die Vorderseite des Etiketts tausend Dank für alles. Und außerdem verwende ich hier diese Blume und diese Blume. Gut, wir stempeln mit dem Stempelset in Schiefergrau. Als allererstes einmal den Spruch "Schön, dass wir uns haben". Auf das erste Kärtchen und zwar hier auf den oberen Rand, eher positioniert mittig. Und ja, als nächstes nehmen wir diese große Blüte und stempeln diese auch dazu. So wie es euch am besten gefällt. Ihr könnt das schräger oder gerader drauf stempeln. So, und dann stempeln wir außerdem den Spruch "Du bist das Wunder in Wunderbar" auf das zweite Kärtchen einmal möglichst ganz mittig. Und außerdem diese Blüte. Und die stempeln wir jetzt mehrfach auf. Ich stempel sie hier einfach mal so, hier, so, also insgesamt viermal, ein bisschen unterschiedlich, so wie es euch am besten gefällt. Okay, dann können wir das Stempelkissen in Schiefergrau zurzeit mal zur Seite geben.
und nehme uns die Stampin' Blends. Und zwar habe ich hier in Fräsienlila hell und dunkel, in Papaya dunkel und in Celeron hell. Und ich mache jetzt Folgendes. Und zwar die Blüten hier und die Blätter werden in Fräsienlila hell und Celeron ausgemalt. Nicht voll, ich versuche, ich zeige es euch kurz, hier etwas Abstand immer wieder zu lassen, so für den künstlerischen Effekt. Und dieses Kärtchen mit den Blüten hier, da nehme ich abwechselnd Fräsienlila dunkel und hell und das Papaya für die Blütenmitte. Und so male ich das jetzt einmal kurz aus. So, diese beiden bemalten Kärtchen kleben wir jetzt auf. Und zwar wird das Ganze so aufgeklebt, dass hier einmal umgekehrt. So, bei diesem Stück der Streifen auf der rechten Seite hier ist. Und bei dem Stück mit diesen vielen Blüten, da soll der Streifen dann auf der linken Seite sein. Immer etwas Abstand halten, also schauen, dass ihr das Kärtchen mittig positioniert beim Aufkleben und natürlich ausgerichtet auf das obere und untere Ende von eurem Streifen. So, dann brauchen wir als allernächstes einen Bleistift und ein Lineal. Und zwar wollen wir uns einmal, fangen wir hier an, 1,25 cm vom Rand hier ausmessen. Einen kleinen Punkt. Und dann noch von hier nach hier entlang der langen Seite des Designerpapierstreifens, aber vom Rand des grundweißen Farbkartons ausgemessen 5 cm, also sozusagen die Mitte hier unseres Teils, dass dieser Streifen hat eben 2,5 cm, soll hier sozusagen dieser breit sein. Insgesamt diese Fläche von diesem Designerpapierstreifen mit Abständen vom Farbkarton und deshalb die Hälfte 1,25 und die Hälfte dieser Länge eben 5 cm. Und das müssen wir uns einmal eben genauso ausmessen. Und markieren. Und dann nehmen wir eine Lochzange und stanzen genau hier bei den Markierungen jeweils ein Loch. So, als nächstes nehmen wir uns wieder unsere Karte und klappen die hier einmal auf und dann markieren wir uns einmal. Wir legen einfach am besten hier, also zum linken Rand ausgerichtet hier, also ihr habt hier das Designerpapier und das unterste Stück nehmen wir jetzt. Und zum linken Rand ausgerichtet nehmen wir eins der Kärtchen und
oben und unten mittig ausgerichtet und nehme einen Bleistift und in dem Loch machen wir einfach eine Bleistiftmarkierung. Und auf der rechten Seite des zweiten Stückes, also des mittleren Stückes eigentlich, machen wir dasselbe. Also am rechten Rand ausgerichtet, hier oben und unten mittig und dann hier eine Markierung machen. Und dann nehmen wir uns wieder unsere Lochzange zur Hand und stanzen genau bei diesen Markierungen unsere Löcher. So, als nächstes brauchen wir so kleine, nehmt was ihr zu Hause habt, und zwar zwei dieser kleinen Breads heißen sie auf Englisch, Spreizklammern, genau, heißen sie auf Deutsch. Und diese verwenden wir jetzt, um unsere Kärtchen anzumachen. Und zwar, wenn wir jetzt die Karte so drehen, dann kommt jetzt unser erstes Kärtchen, das hier. Und das legen wir jetzt quasi verkehrt hier auf und geben dann diese Spreizklammer hier durch und biegen sie hier auf der Rückseite einmal auseinander. Bevor wir das Ganze jetzt zukleben, brauchen wir noch so kleine Grifflöcher. Dafür nehmt ihr einfach irgendein Reststück Farbkarton und stanzt euch zwei kleine Kreise aus. Also ich habe hier eine alte Halbzahlschanze und einen legen wir noch zur Seite und einen Kreis, da geben wir einfach etwas Flüssigkleber hier auf das erste Drittel des Kreises und dann legen wir die Karte hier schön rein und heben sie einmal hoch und kleben dann unseren Kreis hier hinten an die Rückseite unseres Kärtchens. So soll sich das dann aufdrehen. So, als nächstes nehmen wir das nächste Kärtchen. Wir klappen das hier so nach oben. Und dann, also das Ganze soll sich dann wieder so nach außen drehen. Also so soll es dann sein. Also legen wir hier das Kärtchen auch wieder verkehrt herum an. Nehmen unseren zweiten Brett, wenn wir ihn finden. Ich habe ihn wohl verloren. Okay. Ah, hier. Okay. Und geben hier die Spreizklammer eben auch drauf. So, jetzt können wir das Ganze zusammenkleben. Das funktioniert jetzt so, dass wir hier einmal vom Rand uns vom rechten eine Bleistiftmarkierung bei 2 cm machen. Und dann machen wir Folgendes, und zwar wir nehmen uns Flüssigkleber und wir geben hier Flüssigkleber bis zur 2 cm Markierung. Das soll uns nur circa eine Hilfe sein, wie weit wir Flüssigkleber streichen dürfen, diese Markierung. Und zwar so, dass die Mitte, also ein paar Zentimeter in der Mitte, hier frei bleiben. Und eben nur bis circa 2 cm. Also auch hier am anderen Rand. Ich hoffe, man sieht das jetzt halbwegs, dass in der Mitte jetzt da kein Flüssigkleber ist. Und dann kleben wir das hier einmal zu. Dadurch, dass wir die Mitte ausgespart haben, können wir dieses Brett hier weiterhin drehen.
So, vorher habe ich noch vergessen, auch auf dieses Kärtchen müssen wir natürlich jetzt einen Kreis aufkleben, also wieder auf das Drittel hier. Flüssigkleber und hier so dahinter kleben. Okay, und wiederum hier jetzt vom rechten Rand weg 2 cm markieren. Und jetzt müsst ihr aber, da wir kein Brettwehr mehr haben, wo wir das zuklappen auf diesem Stück, müsst ihr nichts mehr aussparen. Das heißt, ihr gebt hier einfach auf diese Fläche bis zu circa dieser 2 cm Markierung Flüssigkleber. Weiter dürfen wir nämlich unter anderem deshalb nicht gehen, weil wenn wir hier drehen, ja, da haben wir zwar noch etwas Spielraum, aber das braucht dann etwas mehr Platz und sonst lässt sich das nicht mehr drehen dann. Okay, so, und das ist eigentlich schon, bis auf die Verzierung der Vorderseite, unsere fertige Drehkarte. Also man kann dann eben an beiden Enden anziehen und schwupps, schon hat man das hier rausgezogen. Und dann schiebt man die beiden Stücke wieder rein. Gut, also wir haben uns gemerkt, so ist die Karte richtig, so kommen die Kärtchen richtig beschriftet aus und so legen wir sie jetzt her. So, was nehmen wir zum Verzieren? Und zwar habe ich hier diese Schanzform verwendet und mit grundweißem Farbkarton hier diese Blume hier ausgestanzt. Diese Stanzform stammt aus den Stanzformen künstlerisch. So sehen die restlichen Stanzformen aus dem Set aus. Und was ich jetzt kurz mache, um diesen grundweißen Farbkarton etwas netter zu gestalten, man sieht es hier hoffentlich ein bisschen, das schimmert. Und zwar habe ich nämlich bei dieser Karte vorher den Wink of Stella genommen. Und deshalb habe ich mir jetzt auch schon Papier untergelegt und habe einfach mit meinem Wink of Stella da dieses ganze Stanzstück, die Blume hier einmal eingestrichen. Das mache ich jetzt mal kurz im Schnellverlauf. So, und mit dem Tombow auf der Rückseite verteilt, oder wenn ihr das lieber mit Präzisionskleber macht, natürlich auch möglich, einfach ein bisschen auftragen. Oder ihr könnt natürlich auch die Klebefolien, glaube ich, heißen die. Also da gibt es so Klebeblättchen, die könnt ihr gleich mit ausstanzen und dann braucht ihr nur noch hier die Schutzfolie von der Rückseite abziehen und könnt das Ganze direkt aufkleben. Die sind eigentlich auch sehr praktisch und ich verwende sie irgendwie viel zu selten. Gerade bei solchen filigranen Sachen wäre das eigentlich viel schneller und geschickter. Und dann klebt ihr eben diese Blüte hier so auf eure Vorderseite der Karte. Als nächstes wollen wir das Etikett ausstanzen. Dafür verwende ich die Stanze Elegantes Etikett, glaube ich, heißt die. Ich schau kurz. Ja, genau. Elegantes Etikett. Und die hier stanze ich folgendermaßen aus. Und zwar nehme ich hier einmal ein Stück papayafarbenen Farbkarton. Der hat die
Breite von 4,4 cm. Und den führe ich hier so ein und stanze einmal ein Ende ab. Und dann brauche ich wieder meinen Bleistift und markiere mir hier vom Rand hier, vom gewölbten, 4,3 cm circa hier einmal. Und dann nehme ich die Stanze und ich schneide außerdem vorher so circa 1 cm hinter der Markierung einmal hier rüber. Sonst bekomme ich das nicht in die Stanze rein. Und dann führe ich das wieder hier von oben so ein und schiebe das nach hinten. Das spießt hier jetzt gerade bei mir. Bis zur Markierung darauf achten, dass ihr es mittig ausrichtet und hier auch einmal abstanzen. Dann habt ihr schon einmal das papayafarbene Stück des Etiketts. So, weiters brauchen wir ein Stück in grundweißem Farbkarton mit der Breite von 4,3 cm. Und auch hier gehe ich einfach hier mal mittig, also wieder eigentlich von oben, mittig her und stanze mir mittig ausgerichtet hier einmal den Rand aus. Und auch hier muss ich wieder die Breite markieren oder Länge, nee, Breite, die ich haben will. Und zwar sind das jetzt 3,6 cm. Die markiere ich mir. Und auch hier muss ich wieder, ich habe es glatt wieder vergessen fast, kurz danach abschneiden, damit sich das nach hinten ausgeht. Und hier dann von oben in die Stanze einführen, so dass ich mittig bin und circa bei diesem markierten Punkt. Und dann stanze ich das Ende auch ab. So, so sieht dann unser Etikett aus. Jetzt brauche ich es nur noch bestempeln. Dafür nehme ich mir den Spruch Tausend Dank für alles und noch einmal das Stempelkissen in Schiefergrau und stemple mittig meinen Spruch hier auf den grundweißen Farbkarton auf. Und dann nehme ich mir den Flüssigkleber zur Hand und gebe auf die Rückseite meines grundweißen Etiketts hier Flüssigkleber und klebe das mittig auf mein papayafarbenes Etikett auf und mit Dimensionals klebe ich das Ganze auf meine Karte auf. Und zum Schluss nehme ich mir jetzt die Schmucksteine in den In-Colors 2021 bis 2023. Und zwar habe ich hier einmal ausgewählt in Fräsienlila den großen und einen kleinen hier und hier. Dann in Celadon einen kleinen hier und einen großen hier, ups, Pickertool wäre auch praktisch gewesen, egal, und dann noch in Lodengrün einen kleinen hier unten und fertig ist unsere Karte mit dem Dreh.
die sich hier eben von beiden Seiten so aufdrehen lässt. Und natürlich wieder zusammendrehen. Ja, ich hoffe, euch hat auch diese Karte wieder gefallen. Ist wieder eine etwas andere Karte. Ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Die verwendeten Detailmaße und Produkte findet ihr wie immer auf meinem Blog www.stempel.at. Und ich freue mich auf nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss.